Ja, herzlich willkommen. Ich habe hier bei der MRCD schon gelernt, dass der CAN-Bus auch in Heizungen drin steckt, aber auch in Autos und in Straßenbahnen sein Unwesen treibt. Marc ist Maintainer des CAN-Subsystems im Linux-Netzwerk-Stack. Und er wird euch heute eine kleine Einführung geben, aber auch natürlich über seine Arbeit sprechen. Also seine Freiwillige, hoffe ich. Dann wünsche ich euch viel Spaß und einen Applaus für Marc. Ja, danke schön für die schöne Einleitung. Ich bin Maintainer vom Netzwerk-Stack, nicht vom Ganzen, sondern nur vom CAN-Subsystem. CAN ist Netzwerk, es geht um Linux und ja, für dass wir alle auf einen Stand kommen. Erstmal die Frage, wer von euch hat schon mal CAN benutzt oder kennt jemanden, der CAN benutzt hat? Ich würde mal sagen, es ist mindestens die Hälfte. Dankeschön. Gleich kommen noch so ein paar Beispiele. Vielleicht sind es am Ende noch ein paar mehr Leute, die sich dann melden. CAN, ja, was ist das eigentlich? CAN ist eine Abkürzung, steht für Controller Area Network. Es ist total super, wenn man im Internet danach sucht oder Dokumentationen, große Dokumente nach CAN durchsucht. Kommt nicht so gut. CAN-Bus findet man es dann meist doch irgendwie. Das ist ein standardisiertes Kommunikationssystem. Das wird in Fahrzeugen, Maschinen und allen möglichen anderen Dingen eingesetzt, damit Steuergeräte, Sensoren, Aktoren miteinander kommunizieren können. CAN, ja, was ist denn das? Wo kommt das her? Da müssen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Die Welt, zumindest in der Musikgeschichte, sah so aus. Depeche Mode waren unterwegs, Susie and the Banshees. Und zu der Zeit gab es auch schon Autos, das war 1993. Und damals hatten die Autos ein paar Steuergeräte, Sensoren, Aktoren. Und die müssen natürlich miteinander verbunden werden. Und was sind das? Sensoren, Aktoren, Lampen, Schalter, Bremse, Bremspedal, die Lichter hinten für die Bremse, das Steuergerät, das dann irgendwie die Einspritzung macht und so weiter. Und was macht man, wenn man zwei Geräte miteinander verbinden will? Kabel. Direkte Verbindung ist einfach. Aber wenn man mehr Steuergeräte hat, mehr Sensoren, mehr Aktoren, dann werden das immer mehr Kabel und dann wird das Auto schwer und so weiter. Viel Platz, viel Gewicht, Kosten und so weiter. Kapitalismus, ihr wisst das. Keine direkte Verbindung, dann nimmt man dann ein Bussystem. Also alle Geräte, die miteinander irgendwie kommunizieren wollen, die kriegen eine standardisierte Schnittstelle. CAN-Bus hat Bosch entwickelt und die werden da an einem Bus oder an mehreren Bussen angeschlossen. Und das ist ein langes Kabel für einen Bus, das sich dann durch das gesamte System durchzieht und man spart halt eine Menge Gewicht und Kabel und so weiter. Und das ist alles standardisiert. Und man kann dann vielleicht Geräte von verschiedenen Herstellern in einem Auto besser integrieren, als wenn jeder da irgendwas Proprietäres hat. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Der CAN-Bus oder der Bus ist wie die Nerven in einem Körper. Die verbinden dann die Augen mit dem Hirn und den Muskeln und den anderen Sinnen und so weiter. Aber in einem Auto hat man da CAN-Bus. Das ist Unshielded Twisted Pair. Auf Deutsch ist ein deutscher Vortrag. Ich glaube, man sagt paarweise verdrillte Leitung. Nicht abgeschirmt, genau. Zwei Leitungen, die heißen CAN High, CAN Low. Das habe ich noch gelernt bei dem Vortrag vorbereiten. CAN High, das ist gelb wie die Sonne und Low ist grün wie das Gras, wenn man mal so Kabel hat, dass man dann weiß, wer ja High und Low ist. Und ein paar Jahre später, also 1983 hat das angefangen, 1991 gab es dann das erste Serienmodell, irgendein Oberklasse-Auto von so einem Hersteller und da war dann CAN-Bus verbaut. Und mittlerweile ist das irgendwie Standard geworden und man muss Diagnoseschnittstellen und sowas alles zur Verfügung stellen.
und so ein modernes Auto, der Kabelbaum, den man dann hat, das ist ein echtes Bild, wenn man genau hinguckt, man sieht da hängen kleine Drähte von oben oder kleine Seile von oben, dass das gehalten wird, also so ein moderner Kabelbaum in so einem Auto. Ich glaube, das ist noch ein Verbrenner ohne Motor jetzt, sieht dann ungefähr so aus. Gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen schematischer an. Hatte ich schon gesagt, die beiden Adern heißen Ken High und Ken Low. Die Geräte werden da angeschlossen. Und wenn jetzt jemand was senden möchte, dann bereitet er die Nachricht vor und schickt die auf den Bus. Und jeder, der sich dafür interessiert, der kriegt die Nachricht, checkt die und verarbeitet die dann. Und wenn man sagt, Temperatur von der Heizung interessiert mich nicht, dann ignoriert das Gerät einfach. Da gucken wir uns erstmal ein bisschen genauer an. 1993, also ein bisschen nachdem das in dem ersten Auto drin war, wurde das dann auch von der ISO, also nicht von der Firma, sondern von der Standardorganisation, dann auch wirklich mal standardisiert. Also wir haben immer noch diese paarweise verdrillte Doppelader. Und die Kabellänge, die ist abhängig von der Geschwindigkeit auf dem Bus. Hat so was mit elektrischen Sachen zu tun, müssen wir die Physiker fragen oder die Elektroingenieure, die sich damit beschäftigen. Ja, aus heutiger Sicht ist das alles sehr langsam. 125 Kilobit kann dann 500 Meter lang sein ungefähr. Und wenn man ein Mbit machen möchte, dann gehen wir zu 40 Meter. Hängt dann so ein bisschen von den elektrischen Gegebenheiten ab. In dem Einsatzbereich, aber der Kenbus ist dadurch recht stabil gegen elektrische Störungen und so weiter. Und es wurde auch ein Layer oben drüber, der Data Link Layer, spezifiziert. Das heißt, wie die einzelnen Geräte sich verhalten auf dem Bus. Es ist ein Multi-Master-Bus. Das heißt, jeder darf senden, alle sind irgendwie gleichberechtigt. Das ist Broadcast, also nicht so wie Ethernet, wo gibt es gleich noch eine Folie zu. Ethernet ist ja meistens Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit einem Switch. Wir kennen ist das alles auf einer Leitung. Und alle empfangen alles. Ignorieren es im Zweifelsfall. Die Arbitration, also der Zugriff auf das Netzwerk selbst, ist CSMA-CD. Das ist Carrier Sense Multiple Access Collision Detect. Das heißt, elektrisch ist der Bus so aufgebaut, dass eine logische 0, die ich senden möchte, die ist dominant und logische 1 sind rezessiv. Das heißt, wenn jemand eine 0 auf den Bus sendet, dann wird das auch eine 0. Wenn gleichzeitig jemand eine 1 sendet, dann kommt die nicht an. Die 0 geht dabei aber nicht kaputt, aber dafür die 1. Und wie greift man nur auf den Bus zu? Die Station, die was senden möchte, die horcht. Ist der Bus frei? Ja, dann fängt sie einfach an zu senden. Wenn zur gleichen Zeit zufällig noch jemand anders anfängt, dann durch diese dominante Rezessivgeschichte kommt dann die Station, die die Nullen rausschreibt, auf den Bus, weil die lauschen, also die Stationen, die senden, die lauschen gleichzeitig auch, ob das, was sie schreiben, auch ankommt. Wenn sie dann eine 1 schreiben, kommt die 1 nicht durch, wenn jemand anders eine 0 schickt. Und das sorgt dann dafür, dass eine Station mit einer CAN-ID, die viele Nullen hat, eine hohe Priorität hat und die Station mit der nicht so hohen Priorität verdrängt. Und die Station, die verdrängt worden ist vom Bus, die merkt das dann und wartet, bis die Nachricht durch ist und versucht es dann nochmal. Das hat dann den Vorteil, dass die Priorität, also die Nachricht mit den CAN-ID, die eine niedrige Nummer hat, sehr hoch ist und meist durchkommt. Und unwichtige Nachrichten, die kriegen eine CAN-ID, die viele Einsen hat, eine hohe Nummer hat. Das ist dann, die kommt dann nur auf den Bus, wenn auch wirklich Platz ist. Was wird denn über den Bus geschickt? Das ist im klassischen CAN-Format, sieht das ungefähr so aus. Am Anfang kommt so ein bisschen Start of Frame und dann kommt die CAN-ID, die kann 11 oder 29 Bit sein. Das ist, wodurch sich dann regelt, ob die Nachricht auf den Bus kommt oder nicht. Dann gibt es noch RTR, das wird aber meist nicht verwendet. Da kann man dann sagen, mich interessiert, bitte Datenpunkt sowieso, schick dir mal bitte. Das ist so, schick mal was, was ich haben möchte. Dann macht man keine Daten. Aber wenn man dieses RTR nicht setzt, dann kommen danach ganze 64 Bit, also 8 Byte Daten maximal. Noch so ein bisschen CRC und so ein paar andere Dinge. Die sind nicht ganz so wichtig. Wir sehen, das ist ja aus den tiefen 80ern, 8 Byte Daten ist nicht so viel, Adresse auch nicht so viel, aber damals sind die damit relativ weit gekommen.
Vergleichen wir das mal mit dem Ethernet. Da müssen wir natürlich fairerweise auch ein Ethernet nehmen, was in den 90ern, als dann das Auto auf dem Markt war, auch aktiv war. Der CAN-Bus ist Multimaster. Man braucht wirklich nur eine paarweise verdrillte Leitung für 10BASE-T. Also 10 Megabit Ethernet braucht man Punkt-zu-Punkt-Verbindung, hat also Switches, die hat man beim CAN nicht. Merkt man schon, ist einfacher. Für das Ethernet braucht man mindestens 2 Twisted Pairs, Kategorie 3 Kabel. Die kennt man heute auch gar nicht mehr. Dafür kann das Ethernet dann auch 10 Mbit, und ich habe es mal als Vergleichswert hier auch in Mbit angegeben. 0,125 Mbit bis 1 Mbit kann CAN. CAN hat ja verschiedene Längen, je nachdem wie schnell es ist. Ethernet sind es 100 Meter. Dann haben wir bei Ethernet die MAC-Adresse, das sind 48 Bit, Quell- und Zieladresse jeweils. Bei CAN sind es 11 oder 29. Und die Daten, wie gesagt, 0 bis 8 Byte. Beim Ethernet sind es 64 Byte bis 1,5 Kilobyte. Und merkt man, CAN ist komplex, viele geringere Kosten. Ethernet ist komplizierter, komplexer, hohe Kosten. Deswegen hat man sich damals für CAN entschieden. Aber mit diesen 8 Byte kann man vielleicht nicht so viel machen. Bei Ethernet würde man da heute wahrscheinlich TCP/IP und dann MQTT oder sowas obendrauf setzen. Gab es damals noch nicht. Bei CAN gibt es so zwei Sachen, möchte ich mal unterscheiden hier. Man nimmt rohe CAN-Frames, also einfach die 8 Byte Daten, und beschreibt dann in der CAN-ID, was sich in den Daten drin befindet, zum Beispiel den Typ des Sensors, dafür reserviert man sich 7 Bit. Und dann sagt man, das ist ein Temperatursensor, das ist ein Geschwindigkeitssensor, das ist ein Blinker, nummeriert die irgendwie durch. Und wenn man da mehrere Blinker hat, dann kann man über die verbleibenden 4 Bit zum Beispiel die Blinker noch durchnummerieren. Und dann weiß man, es ist ein Temperatursensor Nummer 3, und da weiß man dann, als Temperatursensor hat man sich vorher festgelegt, ja, die 4 Byte Daten interpretiere ich einfach als Viertelgrad und gut ist. Das ist ohne Standardisierung, da muss man sich halt, wenn man so ein Netzwerkdesign, einig sein. Teilweise ist das proprietär, also man weiß gar nicht, was da über den Bus geht. Und dann gibt es, wenn man größere Daten und das alles standardisierte haben möchte, dann gibt es verschiedene Protokolle. Die sorgen dann dafür, dass man mehr als 8 Byte Daten verschicken kann. Und die machen auch eine vernünftige Adressierung. Da kann man dann zum Beispiel die Teilnehmer adressieren. Und die beschreiben dann den Inhalt der CAN-Nachrichten. Das gibt es dann für ganz viele verschiedene Anwendungsfälle, verschiedene Protokolle. ISO-TP, das ist, um Nachrichten zu verschicken, die lang sind, J1939, und ISOBUS, so ein ganzes Universum, was in Landmaschinen, Trucks und so weiter eingesetzt wird. Dann gibt es eine ganze Menge Diagnoseprotokolle und so weiter. Das ISO-TP und das J1939, das wird sogar vom Linux-Kernel inzwischen unterstützt. Wenn man damit CAN loslegen möchte, braucht man natürlich Hardware, die unterstützt wird. Da möchte ich mal unterscheiden in SOC intern, also wenn man ein Embedded System hat, was dann im Prozessor einen CAN-Controller hat. Diese Liste ist jetzt nicht vollständig, aber so die wichtigsten habe ich mal aufgeführt von Microchip. Gibt es da SOCs mit dem AT91-CAN, der wird unterstützt. Dann eine ganze Menge MCAN-Sachen von Bosch. Was besonders interessant ist, ist der CTU-CAN-FD, der ist von der Universität in Prag. Das ist ein IP-Core, der ist Open Source, den kann man sich in seinen eigenen FPGA packen oder einen Chip raus fabrizieren, wenn man möchte. Das ist ganz cool. Also viele Hersteller werden da mittlerweile abgedeckt im Linux-Kernel. Und dann gibt es natürlich auch Erweiterungskarten auf PCI-Basis, gibt es verschiedene Hersteller. Da gibt es dann auch Support im Linux-Kernel für. Wenn man sein System erweitern möchte, gibt es dann noch SPI, das ist so ein Mikrocontroller-Bus. Gibt es auch unter auf Rechnern, die Linux laufen, da kann man dann von Microchip 2 CAN-Controller dran klemmen. MCP heißen die 2515 bzw. 2518. Von TI gibt es noch einen, und es gibt diverse USB-Erweiterungs-Gadgets. Besonders cool ist da so Candlelight-kompatible Dinger. Das ist eine STM32-Mikrocontroller-Firmware. Da ist die Firmware Open Source und der Linux-Treiber und
wenn man das in seinem eigenen Mikrocontroller nachimplementieren möchte, kann man das machen. Das Binärprotokoll ist offen, ist dokumentiert und dann kann man einen unmodifizierten Linux-Kernel einfach so verwenden. Ja, wie ist so ein Linux-Treiber aufgebaut für so ein CAN-Gerät? Wir haben eben schon gesehen, das ist alles so ein bisschen wie Ethernet, nur ein bisschen langsamer, bisschen kürzere Nachrichten, aber es hat uns nicht davon abgehalten, also wir, die gesamte CAN-Community, das Ganze als Netzwerkkarten im Linux abzubilden und die ganze Infrastruktur vom Linux zu verwenden für Netzwerkkarten. So ein CAN-Interface taucht ja nicht als ETH0 auf, sondern als CAN0 oder CAN1, wenn man mehrere hat und so weiter. Und die Konfiguration passiert über die ganz normalen Tools, die man kennt, IP und ETH-Tools, obwohl weder IP noch sicher um ETH handelt. Aber die Tools gibt es halt, die heißen so und die haben eine schöne Schnittstelle in den Kernel rein und die ist erweiterbar und die haben wir da einfach mitverwendet. Und da gibt es eine Menge Konzepte aus dem Linux-Ethernet-Universum, die man einfach in CAN unterbringen kann und da verwenden kann. Da braucht man halt das Rad nicht neu erfinden. Das ist ganz cool, man kann sich umgucken und Dinge einfach weiterverwenden. Wenn man das deklarativ haben möchte, kann man die Konfiguration auch mit systemd-networkd machen. Da beschreibt man einfach in einer Datei, wie sein CAN-Bus konfiguriert werden soll und das macht dann systemd-networkd für einen. Der Vorteil, wenn man ein Netzwerkinterface hat, man kann dann über die bekannte Socket-API mit dem CAN-Bus sprechen. Das sind so Sachen wie also die C-System-Calls, Socket, Bind, Connect, Read, Write, Poll, Close, hat man vielleicht schon mal gesehen. Bei TCP-IP sieht das ungefähr so aus. Man macht ein Socket auf, sagt AFINET, also Internetprotokoll, SockStream, das heißt TCP, definiert dann die Adresse, irgendeinen Server, Port 80, verbindet sich mit dem Port, schreibt da irgendwie Hello hin, macht wieder zu. Das ist so ein Minimalbeispiel, nur damit ihr mal seht, wie das aussieht. Ist natürlich ohne Error-Handling und so weiter. Sollte man in C nicht machen. Haben wir denn für CAN jetzt alles zusammen, was wir brauchen? Wir haben Hardware. Haben wir uns so ein GSUSB-kompatibles und Candlelight irgendwie besorgt. Das wird im Linux-Kernel unterstützt. Super. Wir haben die Interfaces, um das Ding hochzufahren. Wir haben die Socket-API. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie sagen, wie wir jetzt im einfachsten Fall die rohen CAN-Pakete verschicken wollen. Das muss ja irgendwie aufgeschrieben werden. Wir wollen nicht wahrscheinlich einen String Hello schicken, das geht nicht. Er muss bei RawCAN das rohe CAN-Protokoll irgendwie beschreiben. Aber das hat ja Linux-Kernel auch schon gelöst. Das sieht dann nämlich so aus. Nochmal. So sieht der CAN-Frame aus, der übers Kabel geht. Und als Beschreibung auf Softwareseite haben wir dafür einen Struct CAN-Frame gewählt. Und da sind dann die wichtigsten Dinge abgebildet. Da haben wir die CAN-ID, die Länge und die 8-Byte-Daten. Also da bildet sich die CAN-ID, die kommt da direkt rein. Das RTR-Bit wird auch noch reingeodert. Die Länge von den Daten kommt daher und dann die Daten selbst. Und die restlichen Dinger, die wir jetzt ausgelassen haben, da müssen wir uns nicht drum kümmern, das macht nämlich die CAN-Hardware. Das braucht man nicht sagen. Und unter CAN sieht das so aus, man macht ein Socket auf, sagt dann, welches CAN-Interface man haben möchte, muss das einmal vom String, vom CAN0 umrechnen lassen auf die Interface-Nummer. Nimmt dann den CAN-Frame, filtert die CAN-ID auf, das habe ich jetzt mal 23 genommen in Hex, Länge 2, also 2 Byte Daten verschicke ich, nämlich 0x23, 0x42. Ich binde den Socket an die Adresse, damit das Socket weiß, auf welchem Interface er arbeiten soll und schicke meinen CAN-Frame raus mit Write. Pointer auf den Frame und die Länge und dann schickt er das raus und dann mache ich zu. Und wenn man was empfangen möchte, dann ist es analog quasi, man ersetzt das Write durch ein Read und kriegt nach dem Read dann die Daten, die man empfangen hat. Grundlegendes Beispiel. Man kann damit ganz tolle viele andere Sachen machen.
wenn man damit anfangen möchte, braucht man das in C nicht alles selbst programmieren. Da gibt es schon die Canutils, das ist die Command-Line-Tool-Sammlung der Sachen, die die Socket-API benutzt. Das ist eine gute Quelle, um abzuschreiben, wenn man selbst was machen möchte. Das nehme ich gerne, um Kenntreiber zu testen und Verbindungen durchzuchecken. Da gibt es das Kommando CanSend, das schickt einfach einen CanFrame, CanDump, das ist so ähnlich wie TCP-Dump. Das dumpt den Bus-Traffic raus und dekodiert noch ein paar Sachen. Wenn man richtig Traffic haben möchte, dann kann man CanGen nehmen, das ist so ähnlich wie IPERF 3. Und CanSequence als Empfänger, dann kann man checken, ob Nachrichten verloren gehen dazwischen. Und dann gibt es CanFD-Test, das ist zum Full-Duplex-Testen, also hin und zurück, so ähnlich wie Ping. Das sind so die grundlegenden Sachen. Und wenn man was reverse-engineeren möchte oder so, dann gibt es Wireshark, das unterstützt Can und, weil der Kernel uns ja Treiber bietet, alle Hardware, die der Kernel unterstützt. Und im Wireshark gibt es schon Dissektoren für diverse Higher-Layer-Protokolle von Can. Ja, wenn man jetzt Can Reverse Engineering machen möchte, wie geht man da vor? Also muss man irgendwie den Can-Bus finden, dann muss man die Baudrate wissen. Dazu kann man zum Beispiel einen Scope dran halten, messen, wie lange es dann so ein Bit, was darüber geht. Das rechnet man um in Kilobit pro Sekunde, konfiguriert sein Can-Interface, fährt es hoch, schließt einen Adapter an, Can High an High, Low an Low. Muss man die Terminierung vom Bus beachten, ob das schon terminiert ist oder nicht. Da gibt es noch so eine Spezialkonfiguration, wenn man jetzt nur zuhören möchte, dass der Empfänger da, den wir anschließen, nichts durcheinander bringt. Da kann man ihn in den Listen-Only-Mode setzen, dann passiert nichts. Startet man Wireshark und Prophet kann gucken, was da passiert. Das war jetzt mal so in einer halben Minute Reverse Engineering. Da hat ein Kollege ein Video drüber gemacht. Der hat ein Can-Protokoll mal beispielhaft reverse-engineert, wie sowas funktioniert mit Wireshark und Dinge auf der Kommandozeile tippen und so einem Can-Adapter. Video ist hier verlinkt. Das ist jetzt nicht alles nur Reverse-Engineering und Hacker, was total cool ist. Das wird auch in Maschinen eingesetzt. Das ist zum Beispiel Embedded-System, was in einem Traktor drin ist, das ist vorne im Trecker drin und das holt sich hinten von Can, von dem Ding, das man anhängt, über J1939-Standard das Bedienterminal für den Anhänger, für das Implement, wie das heißt. Und irgendein cooler Hacker hat ein echtes Instrumentencluster von einem MAN genommen und hat dann mit J1939 das an einen Euro-Truck-Simulator angeschlossen und kann damit fahren und sieht dann halt die Instrumentenausgabe von der Simulation. Ja. Der kam irgendwie auf uns zu und meinte, hey, ich habe da noch ein Problem, könnt ihr mal helfen? Ja klar, was machst du? Ja, ich schließe da irgendwie an den Truck-Simulator mein Instrumentencluster an, das gab es irgendwie günstig auf eBay. Ja, ihr wisst, wie solche Geschichten anfangen. Ja, das war mal ein kurzer Rundumschlag ums Linux und Can-Universum. Habt ihr noch Fragen? Was würdest du denn für die Zukunft von Can sehen? Also jetzt mal so auf 10, 20 Jahre gesehen, weil ist ja kein Wein, der besser wird. Es ist kein Käse, kein Wein, nee. Es gibt CanFD, das ist von 2012, das wird auch schon benutzt. Das ist dann schneller und hat bis zu 64 Byte Daten. Ja, super, genau. Und irgendwie während Corona war, haben die irgendwie, ich weiß nicht, was sie geraucht hat die Can-Leute haben dann CanXL definiert, was bis zu 2 Kilobyte Daten mit bis zu 10 Mbit in einem Multi-Master-Bus. Das ist so ihr Ethernet-Killer, glaube ich. Aber ich habe noch keine Hardware, auf der Linux läuft, gesehen mit einem CanXL-Controller. Es gibt wohl Mikrocontroller, aber da bin ich nicht so häufig unterwegs, die CanXL haben. Und die FIs, also die von den elektrischen auf den CAN-Bus übersetzen,
die haben wohl auch noch echt Lieferschwierigkeiten, die Dinger. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube, so Multi-Drop Ethernet T1, also 10-Base T1S, das ist ein 10 Megabit Short Range, wo du an einem Kabel mehr als zwei Geräte, also du brauchst nicht Punkt zu Punkt, sondern hast du wie beim Ken auch mehrere Teilnehmer an einem Bus hängen und dann auch noch so ein erweitertes, verbessertes Zugriffsverfahren auf den Bus. Ich glaube, das wird sich eher durchsetzen. Aber es gibt halt noch viele Legacy-Sachen. Und so ein Ken-Controller, also ein Mikrocontroller mit Ken, kostet so irgendwie $1. Ist schon irgendwie eine Hausnummer. Wie kooperativ sind die Hersteller? Gibt es viel offene Dokumentation oder dass sie sich einbringen? Oder ist es eher Reverse Engineering durch die Linux-Community? Auf welcher Ebene jetzt? Vom Controller oder von Protokollen, die oben drauf laufen? Beides. Also Ken ist keine Raketenwissenschaft, deswegen, wenn man SOCs, also die meisten sind dokumentiert. Also ich habe noch keinen gesehen, der nicht dokumentiert ist. Was die höheren Layer rausgeht, da musst du dann irgendwie für das J1939 musst du irgendwie Geld einwerfen oder dich im Internet jemanden kennen, der sich im Internet auskennt, dann findet man das vielleicht. Alte Standards oder so. Oder du musst halt Geld bezahlen für die Standards. Die kosten irgendwie 250 Franken oder sowas. Und da sind halt viele Dinge nicht im Kernel implementiert, weil das dann höhere Layer sind, die dann eher sich im User Space bewegen. Also der Kernel bietet halt Ken RAW Zugriff und dann kannst du im User Space alles draufsetzen, beziehungsweise J1939 ist dann so, die unteren Layer sind im Kernel und die oberen hast du dann im User Space. Das ist wie so ein Webserver, macht ja auch nicht TCP/IP, aber macht dann meistens TLS und das Webzeug und der Rest ist halt im Kernel, da gibt es schon meistens eine Aufteilung. Wie läuft denn das Clocking? Sind alle Bits gleichberechtigt oder gibt es Frames oder sowas? Weil Data ist ja nicht immer gleich lang. Also es ist nicht so, dass ein Can-Frame, also das Can-Frame geclockt werden kann. Also auf dem Bus muss die Geschwindigkeit, die muss die Designer von dem System, der Integrateur muss, die Integrateurin muss die Ken-Bitrate auf dem Bus festlegen. Im Auto ist das irgendwie standardisiert, das sind dann irgendwie, weiß ich, 125 Kilobit oder 500 Kilobit oder sowas. Das ist also die Länge eines Bits. Und dann hat jedes Bit eine bestimmte Länge, also das, was man halt einstellt. Und wenn der Frame durch ist, ist er zu Ende, da gibt es dann End-of-Frame-Markierung. Und als nicht sendende, aber senden wollende Station lauscht du die ganze Zeit mit, also das macht der Controller in Hardware, und wenn er merkt, End of Frame ist durch, dann wartet er nochmal irgendwie 3 Bits oder so und dann versucht er dann zu senden. Und dann fängt die Arbitrierung an, fängt er mit dem Start of Frame an und dann die ID, die dann 0 oder 1 sein können, die einzelnen Bits, und da hatte ich ja gesagt, der Arbitrierung, die 0 ist dominant, also Kenner, die 0 ist die wichtigste, also 11 Nullen, dann hat der Sender den Bus, und wenn jetzt einmal Ken-ID 0 und Ken-ID 1 versucht zu senden, dann sind die Bits 0, 0, 0, 0, 0 alle gleich, und dann das letzte Bit ist dann gesetzt bei dem einen, bei dem anderen nicht, und der Ken-ID 1 hat versucht, die 1 zu senden, die ist aber rezessiv, die 0 überschreibt das, der lauscht, 1 wollte ich senden, 0 habe ich empfangen, dann darf ich nicht auf den Bus, hört er auf und versucht es dann, nachdem das End of Frame durch ist, nochmal. Dann fängt die Arbitrierung wieder an, dann geht's dann, hängt es von der Ken-ID ab, wer kriegt den Bus, und dann die niedrigste Ken-ID, also die mit den meisten Nullen, weil Null dominant ist, kriegt dann den Bus.
Das heißt, wenn du gemein bist, schließt du ein Gerät an, dann ist dauernd Bit 0, CAN Frames und dann hast du immer den Bus. Ja, vielen Dank, Marc. Ich denke, wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr ihnen die gerne noch stellen. Einmal einen großen Applaus, bitte.